Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Babo Cologne TV. Wir sprechen heute mal über einen Trendwirkstoff, den es mittlerweile in fast jeder Beautyfirma zu finden gibt, nämlich CBD, auch Cannabidiol genannt. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat und bei welchen Hauttypen man es einsetzen kann. Ich bin Julia, Skin-Expert bei Babo Cologne seit 8 Jahren. Wir sprechen heute mal über einen bestimmten Inhaltsstoff, nämlich über das CBD. Was ist es überhaupt? Bei welchen Hauttypen kann man es einsetzen und wofür wird es benutzt? Fangen wir an mit dem Thema, was ist es überhaupt? Das heißt, was kann die Cannabis-Beauty heutzutage? High macht es definitiv nicht, aber schön. Einmal um die Herkunft abzuklären. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu dem THC, was man kennt, was ja definitiv berauschend wirkt. Das heißt, das Cannabidiol wird auch aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen, aber wirkt halt eben nicht als Droge, sondern einfach nur als Inhaltsstoff und ist deswegen auch in Deutschland völlig rezeptfrei und legal in Produkten einzusetzen. Von der Wirkung her wirkt es sehr stark beruhigend. Das heißt, man setzt es normalerweise auch im Bereich der Depressionen, der Schmerzen, aber auch der Ängste ein. Es soll auch super bei Menstruationsbeschwerden, aber auch bei Kopfschmerzen oder aber auch starker Migräne helfen. Mittlerweile hat man aber auch herausgefunden, dass es durchaus auch einen sehr positiven Effekt für unsere Haut hat. Und deswegen findet man eben dieses CBD mittlerweile in unzähligen Cremes, Seren, Haarpflegeprodukten und auch Lippenpflegen. Wie wirkt das CBD denn nun für unsere Haut speziell? Man hat auf jeden Fall beim CBD-Wirkstoff eine extrem stark entzündungshemmende, aber auch beruhigende Wirkung. Das heißt, selbst für empfindliche Hauttypen ist es super geeignet, da CBD auch einen für die Haut idealen pH-Wert besitzt, die Haut also quasi nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass es die Zellerneuerung ankurbelt. Das heißt, CBD wird mittlerweile auch sehr gerne im Bereich Faltenbekämpfung und auch Anti-Aging eingesetzt. Darüber hinaus, weil es halt eben diese stark entzündungshemmende Wirkung hat, wird es super gerne auch bei Hautproblemen und Hautkrankheiten eingesetzt, um da eben die Symptome zu lindern. Wir sprechen hier von Akne, Neurodermitis, Rosazea, bei sehr trockener, juckender, empfindlicher Haut, aber halt auch bei im Gesicht auftretenden Ekzemen. Darüber hinaus hat CBD auch die tolle Eigenschaft, dass es unser Immunsystem stärkt. Das heißt, die Haut wieder dazu anregt, mehr gegen äußere Faktoren aktiv zu werden und auch stark antioxidativ. Das heißt, es hilft unserem Körper oder vor allen Dingen unserer Haut im Kampf gegen die freien Radikale. So, Akne und CBD. Warum hilft es also? Wie eben besprochen, hat das CBD ja zum einen die stark entzündungshemmende Wirkung. Bei Akne liegt das ja durchaus daran, dass viele Herde in der Haut einfach arbeiten, natürlich dann auch für Papeln und Pusteln und Pickel sorgen. Das heißt, da wirkt das CBD einfach an der Stelle, dass diese Irritationen gar nicht so stark ausbrechen können. Das heißt, die Ausbrüche werden einmal reduziert und die Rötungen und Irritationen, die entstanden sind durch eben diese Entzündungen, werden auch gemildert an der Hautoberfläche. Darüber hinaus wirkt CBD auch super talgreduzierend. Das heißt, bei einer Akne oder auch bei einer Mischhaut haben wir das Problem, dass die Sebozyten, also die fettbildenden Zellen, sehr, sehr stark in die Talgproduktion gehen, was man dann sieht an einem sehr öligen Hautbild, aber halt auch eben an diesen Mitessern und auch Pickeln. Auch hier wirkt das CBD super regulierend, das heißt, auf Dauer angewendet wird eben auch diese übermäßige Talgproduktion kontrolliert. Wer jetzt noch Fragen zum Thema Haut und Akne hat, schaut sich gerne einmal unser Video an, wo wir ganz genau über das Thema Akne im Bereich der Kosmetik sprechen. Da haben wir alles super erklärt, das heißt, wieso kommt eine Akne, was kann man dagegen tun, welche Tipps gibt es für den Alltag und vor allen Dingen, welche Behandlungsmethoden bei uns in der Kabine können wir bei Akne empfehlen. Nicht nur bei Akne kann man CBD einsetzen, sondern natürlich auch bei den entzündlichen Hautkrankheiten und auch bei sehr empfindlicher Haut. Da haben wir zum einen, wie eben besprochen, eine Haut, die sehr viele Ekzeme, also Ausschlag hat, aber auch Schuppenflechte, besser bekannt unter dem Fachbegriff Psoriasis, aber auch natürlich bei juckender, trockener Neurodermitis Haut. Auch hier wirkt das CBD natürlich in erster Linie ganz stark entzündungshemmend, kann der Haut aber auch helfen, wieder eine schützende Hautbarriere aufzubauen. Das heißt, es unterstützt auch hier den natürlichen Heilungsprozess in unserer Haut. Was man auch noch sagen kann, gerade saisonal wird CBD sehr gerne auch im Herbst-Winter eingesetzt, da wir da
oftmals durch die Heizungsluft, durch aber auch die stark wechselnden Temperaturen von Innen- und Außentemperatur Probleme bei den Kunden haben mit roter, juckender oder auch leicht schuppiger Haut. Auch hier kann man CBD super lokal einsetzen, um halt eben dort diese Entzündungsherde und Ausbrüche stark zu senken. CBD ist also ein natürliches Wunderprodukt, was bei sehr vielen Hautkrankheiten eine Milderung hervorruft und den Kunden wieder zu einem besseren Hautgefühl verhilft. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video ein Like gebt. Habt ihr noch Fragen zu bestimmten Inhaltsstoffen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentarbox. Wir werden dann auf eure Wünsche in unseren nächsten Videos eingehen. Bis zum nächsten Mal.